Hallo und herzlich willkommen zu Plenty Plans. Mein Name ist Patricia und heute werden wir uns mit diesen wunderschönen Alokasien befassen und zwar mit deren Pflege. Ich weiß, dass auf jeden Fall einige immer wieder Probleme damit haben und ich habe da auch sehr, sehr lange zugehört, muss ich sagen. Da gibt es nämlich so ein Phänomen, das die meisten von uns sicherlich schon erlebt haben. Und zwar beginnt es mit großer Freude, denn sagen wir, diese Schönheit hier, übrigens eine Alocasia reginula oder auch Black Velvet genannt, schiebt ein neues Blatt. Die Freude ist groß. Das sieht übrigens so aus, wenn sie ein neues Blatt schiebt. Die Freude ist groß, aber nicht lange. Warum? Sobald ein neues Blatt kommt, beschließt ein anderes, gelb zu werden und zu gehen. Ja, das ist natürlich nicht, was wir von unseren Pflanzen erwarten. Heißt, irgendwas stimmt ja nicht mit der Pflege so ganz. Ein anderes Phänomen, das Alokasien drauf haben, ist, wenn wir sie im Laden kaufen, ist sie so ein Busch. Pflanze schlechthin, einfach wunderbar. Kaum steht sie 2-3 Monate bei uns zu Hause, droppt sie einfach ein Blatt nach dem anderen. Auch das hat seine Gründe. Und in diesem Video werden wir all diese Gründe und alles, was zur Pflege dieser wunderschönen Pflanzen gehört, auf den Punkt bringen. Zuerst einmal kommen wir zu diesen wunderschönen Riesen-Alokasien, wozu die Freideck hier, oder eigentlich heißt sie Micholitiana, die variegierte Form heißt eigentlich Freideck. Die meisten nennen aber genau diese hier Alocasia Freideck. Und zwar gehört diese im Gegensatz zu diesen kleinen hier, oh, ich glaube, das ist ja im Bild, und zwar gehört dieses Riesenbaby im Gegensatz zu den kleinen hier zu den Elefantenohren oder Pfeilblättern, wie man es umgangssprachlich nennt. Die unterscheiden sich tatsächlich ein bisschen von den kleineren, die auch so klein und kompakt bleiben, aber da sage ich nachher mehr zu. Wir wollen uns erstmal damit befassen, wie man sich um die Elefantenohr genannten Alokasien kümmert. Denn die haben, wie ich gerade schon gesagt habe, für gewöhnlich relativ große Blätter und dementsprechend ganz andere Pflegebedingungen als diese hier. Ich stelle sie jetzt mal eben wieder zurück. Ach, einige haben sie ja schon in dem Alocasia vermehren Video gesehen. Ich kann mich nicht dran satt sehen. Einfach eine wunderschöne Pflanze. So, aber jetzt erstmal, was brauchen Elefantenohren, Pfeilblätter, Alokasien eigentlich so? Ich denke, am besten fangen wir mit der einfachsten Sache an und die ist Licht. Und da brauchen die ordentlich viel von. Nicht nur die großen, sondern auch die kleinen. Aber bei beiden Sorten ist es super, super wichtig, dass keine direkte Sonne auf die Blätter kommt. Zumindest keine starke Mittags-Nachmittagssonne. Wenn ihr jetzt irgendwie bis 11 Uhr der Meinung seid, okay, ich möchte meine Pflanze ein bisschen Sonne gönnen, dann könnt ihr das durchaus tun. Das ist überhaupt kein Problem. Aber sie sollte da nicht nach 11 Uhr stehen und die knalle Mittagssonne abgehen, denn sonst verbrennen die Blätter. Was dann zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man sieht, so aussehen kann. Diese hier stand tatsächlich nicht sonderlich lange in der Sonne, aber ein bisschen. Das hat gereicht. Also lasst es sein. Schön ordentlich Licht. Es darf auch gerne künstliches Licht sein. Ich nutze ja auch überall künstliches Licht für Pflanzen. Gerade jetzt im Winter ist das als Zusatz schon eine wichtige Sache. Denn, also ich würde sagen, wenn ihr nicht das hellste Fenster schlechthin habt, dann werdet ihr nicht drumherum kommen, eure Alokasien mit extra Licht zu versorgen, wenn ihr zumindest wollt, dass sie keine Blätter schmeißen und sich quasi in die Knolle zurückziehen. Was auch passieren kann bei, kommen wir zum nächsten Punkt, zu niedriger Temperatur. Und zwar fühlen sich so ziemlich alle Alokasien, egal ob die großen Elefantenohren oder diese kleinen, die sich Juwel-Alokasien nennen, fühlen sich alle zwischen 18 und 27 Grad gut. 18 ist da ehrlich gesagt auch schon das
Mini, mini, Minimum. Also darunter solltet ihr nicht gehen, denn auch dann kann es passieren, dass sich die Pflanze wieder in die Knolle zurückzieht und quasi in den Winterschlaf fällt. Das kennen wir von der einen oder anderen Pflanze wie den Caladien, eine Knollenpflanze, die sich über den Winter zurückzieht und die man dann an die Seite tut, im Frühjahr wieder rausholt. Im Grunde könntet ihr das mit diesen Pflanzen genauso machen, ist aber eigentlich nicht nötig, denn mit genug Wärme und genug Licht schafft ihr es locker, die Pflanzen das ganze Jahr über in wunderschöner Pracht wachsen zu lassen. Man muss halt wirklich nur darauf achten, quasi sie ein bisschen auszutricksen. Also sie dürfen nicht merken, dass Winter ist. Und dann gibt es eigentlich auch kein Problem. Oder, also ich weiß, dass viele von diesen Großblättrigen wie die Freideck hier tatsächlich ganz oft schon im Herbst die Blätter schmeißen. Und wie man sieht, Zusatzlicht und schön warm hat dazu geführt, dass sie bis jetzt kein einziges Blatt verloren hat. Und auch diese hier wachsen alle ganz, ganz toll. Jetzt habe ich eins vorweggenommen. Ich wollte mal kurz aufzählen, was für Alokasien eigentlich alles zu den sogenannten Elefantenohr-Alokasien zählen. Das sind zum Beispiel diese Freideck hier, die Portadora, die Venti, ich glaube, die Cuprea auch, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Die kann extrem groß werden. Auf der anderen Seite, glaube ich, sie gehört eher zu den Juwel-Alokasien, denn sie hat relativ dicke Blätter, was schon eine Eigenschaft dieser Juwel-Alokasien ist. Wie man sieht, sind die sehr viel dicker und robuster, speichern viel mehr Wasser als diese hier. Welche gehören da noch zu? Dazu gehören noch die Zebrina, die Makuriza und viele, viele mehr. Ich komme nicht auf alle, denn wie ihr seht, bin ich eher der Juwel-Alokasien-Fan, also von den kleineren. Was nicht daran liegt, dass die großen mir nicht gefallen. Ich finde die mega, sondern darum, ich habe hier echt nicht so viel Platz. Und so große Alokasien, zum Beispiel wie die Regal Shields, da braucht man ein halbes Zimmer für. Ihr könnt die übrigens, die großen, sehr gut im Sommer rausstellen. Solange es nicht in einem zu sonnigen Plätzchen ist, ist das super toll. Die freuen sich darüber, sind total gerne draußen. Kommt natürlich darauf an, wie viel es regnet. Sonst müsst ihr da selber für sorgen, dass es denen gut geht. Aber an sich kein Problem. Kommen wir also zu Wässerung der Pflanzen. Und zwar ist es bei den großen, also bei den Elefantenohren oder Pfeilblättern, sehr, sehr wichtig, dass sie auf gar keinen Fall austrocknen. Sie sollten wirklich immer, immer feucht sein. Allerhöchstens 3 cm vom Substrat dürfen abtrocknen. Dann solltet ihr wirklich wieder gießen. Wie oft das jetzt bei euch der Fall ist, hängt mal wieder von bestimmten Umständen ab. Ich glaube, den Satz sage ich auch in jedem Video. Aber genauso ist es, denn wenn es in eurem Raum oder ihr habt sie vielleicht sogar im Garten stehen, ist, irgendwie warm ist, dann wird sie natürlich schneller das Wasser verdunsten. Wenn sie wie meine Kleinen hier auf einer Heizmatte stehen, werden sie auch schneller trocken. Wenn sie unter sehr, sehr gutem Kunstlicht stehen, trocknen sie auch schneller aus. Wenn sie in sehr luftigem Substrat stehen, was ich grundsätzlich bei allen Alokasien empfehlen würde, trocknen sie ebenfalls schneller aus. Das heißt, da müsst ihr selber gucken, wie oft es ist. Aber ich kann euch sagen, es muss regelmäßig sein. Denn die brauchen wirklich viel Wasser. Denn wenn man sich überlegt, das ist jetzt noch nicht mal eine große eigentlich, ne? Das ist schon noch ein kleines Blatt. Aber selbst diese Größe verdunstet über das Blatt sehr, sehr viel Wasser. Und gerade die großen haben wir eher weniger in Gewächshäusern stehen, sondern eben bei uns in den Räumen ganz normal. Was heißt, die Luftfeuchtigkeit ist meist auch nicht so hoch, wie so Alokasien das gerne hätten. Die hätten das gerne so um die 60 bis auch gern mal 90 tatsächlich an Luftfeuchtigkeit, Prozent Luftfeuchtigkeit. Und dadurch, dass sie das hier im Raum natürlich nicht haben, verbrauchen sie eben über die Blätter mehr Wasser. Also für die Großen gilt beim Gießen immer schön regelmäßig feucht halten, nicht nass. Unten immer schöne Drainageschicht rein. Ganz, ganz wichtig. Die mögen überhaupt keine nassen Füße. Also die werden euch direkt weggammeln. Das wollt ihr nicht.
Es riecht auch echt nicht schön, weil die gammeln schnell und es zieht sich dann auch gerne direkt ins Rhizom rein. Ist nicht so schön. Hatte ich mit meiner allerersten Alokasie, das war eine Polly. Ich denke, das ist so ziemlich die Alokasie, mit der die meisten von uns anfangen. Vielleicht irre ich mich. Aber die sehe ich eigentlich bei so ziemlich jedem, der eine Alokasie hat. Und ich sehe sie auch in jedem Gartencenter, Baumarkt oder sonst wo. Das heißt, die ist für jeden super easy zugänglich, was bei einigen von diesen hier nicht der Fall ist. Was eine Zeit nicht mal bei der Fall war. Also da musste man auch schon kämpfen, um einen kleinen Stecki zu kriegen. Und mittlerweile gibt es die auch an jeder Ecke. Also auch im Gartencenter mittlerweile. War aber mal eine Rarität. Wo wir gerade beim Wasser sind, etwas, was wir mit Wasser gerne verbinden oder sollten, zumindest überwiegend, wenn man nicht mit Wurmhumus oder Kügelchen oder Langzeitdünger düngt, den Stäbchen, vielleicht kennt ihr auch jemand, düngen. Düngen ist wichtig, gerade bei Alokasien, die mit den großen Blättern sind Starkzehrer, was auch wieder an den großen Blättern liegt, um die schieben zu können, brauchen die viele, viele Nährstoffe. Und die bekommen sie über regelmäßiges Düngen, was ich zumindest, wenn die Bedingungen im Winter sich hier nicht ändern, und bei mir tun sie das eigentlich nicht, denn sie bekommen künstliches Licht und sie bekommen dieselbe Wärme wie im Sommer, sie bekommen dasselbe Substrat. Bei ihnen ist alles gleich hier bei mir unter meinen Bedingungen. Das muss bei euch nicht so sein, deswegen erstmal kurz, wie ich es mache, dann die Bedingungen, wie sie im Normalfall sind. Ich mache es so, dass diese Pflanze hier tatsächlich einmal die Woche von mir beim Gießen eine schöne Ladung Dünger bekommt, wie es auf der Flasche steht. Und dann mache ich auch nicht eine halbe Dosis, nicht eine Vierteldosis, die kriegt die ganze Dosis, zumindest wenn sie in so einer Größe ist. Wenn die jetzt noch kleiner sind, die fangen ja auch mal irgendwie klein an, muss es natürlich nicht jetzt einmal die Woche sein. Tastet euch ran, würde ich sowieso beim Düngen immer empfehlen. Jeder von uns nutzt einen anderen Dünger. Da kann man nicht immer so ganz genau sagen, ob der eine nicht ein bisschen stärker ist oder der andere, und hinterher verbrennt euch die Wurzeln. Das wollt ihr auch nicht. Ja, also die dünge ich auf jeden Fall einmal die Woche. Und um mal auf das Thema vom Anfang zurückzukommen, wie verhindere ich eigentlich, dass ein Blatt kommt, ich mich tierisch freue und dann ein anderes stirbt? Das kann man super easy verhindern, indem man, sobald man sieht, dass ein neues Blatt kommt, also noch bevor das älteste gelb wird quasi, schnell nochmal ein Viertel bis eine halbe Ladung Dünger hinterherkippt. Also bis jetzt hat das bei mir sehr gut geklappt, seitdem haben die hier absolut keine Probleme mehr und droppen null Blätter. Also wirklich, das ist für mich der Tipp der Tipps quasi, weil es einfach wirklich funktioniert. Gut, was haben wir bei den Großen noch zu beachten? Ich glaube, das war's eigentlich. Das Einzige, was ich auf jeden Fall noch sagen möchte, und das gilt wie für die Großen wie für die Kleinen noch mehr, aber für die Großen auch, ihr braucht ein richtig schön luftiges Substrat. Oh, guck mal, da kommt eine Wurzel raus. Geh wieder rein. Ja, nein. Ja. Okay, ich mach das später. Auf jeden Fall müsst ihr hier ein wirklich schön luftiges Substrat nehmen. Klar, das trocknet schneller ab, aber sorgt auch dafür, dass ihr keine Wurzelfäule habt. Und das ist tatsächlich auch ein bisschen einfacher, als dafür zu sorgen, dass sie, wenn man sie einmal die Woche gießt, relativ gut verteilt Wasser haben und meist auch nicht mehr brauchen. Aber wie gesagt, das kommt drauf an, wie es bei euch zu Hause ist. Ist es wärmer, wird es auf jeden Fall schneller trocknen. Oh. Hätte ich fast vergessen, Leute. Für diejenigen von euch, die ihre Pflanzen im Winter nämlich einfach nur am Fenster stehen haben, keine extra Wärme, kein extra Licht oder sonstiges haben, also wo die Pflanzen auf jeden Fall mitkriegen, dass jetzt Winter ist, da müsst ihr die weniger düngen. Ne, also die Großen, die brauchen dann vielleicht noch alle 6 Wochen mal eine Ladung Dünger. Je nachdem, wie viel Licht sie überhaupt noch haben. Also ja, ganz wichtig. Mensch, kommen wir also zu meinen Lieblingen. Ach, den Juwel Alokasien. Oh. Ich will euch erstmal alle gerade vorstellen, die ich hier stehen habe, weil
Ich habe sehr, sehr lange gebraucht, bis ich mir wieder Alokasien außer diese hier zugelegt habe, weil ich habe am Anfang unheimlich Probleme damit gehabt. Ich habe einfach nicht gewusst, was die von mir wollen. Habe mich an alles, was ich im Internet recherchieren konnte, gehalten. Aber es hat nicht funktioniert. Was für gewöhnlich daran liegt, dass die Bedingungen bei dem, der den Beitrag verfasst hat, wahrscheinlich andere waren als bei mir zu Hause. Zurück zu diesen wunderschönen. Die habe ich mir von den Juwel-Alos jetzt zuletzt als erstes gekauft. Das ist die Melo oder man nennt sie auch Rugosa. Ich glaube, Rugosa ist auch tatsächlich der Name, unter dem sie eingetragen ist. Ich glaube, Melo, vielleicht ist es auch umgekehrt, ist eher der Verkaufsname. Dann haben wir hier, das ist eigentlich meine liebste davon, die Platinum. Einige sagen, es wäre die Bismar Platinum. Ich habe keinen nennenswerten Unterschied bei beiden finden können und gehe davon aus, dass es sich wieder um einmal den eingetragenen Namen handelt und einmal den Verkaufsnamen. Dann haben wir hier und hier zwei Baby Alokasia Dragon Scale Silver oder sie heißen Baginda Dragon Scale eigentlich. Ja, mega, mega süß und wachsen gerade wie sonst was, da ich alle meine Juwel-Alokasien auf einer Wärmematte stehen habe. Und gerade die kleinen Juwel-Alokasien stehen ganz, ganz doll auf Wärme von unten, muss ich wirklich sagen. Also, ja, wie man sieht, die hier stehen sehr schön warm, Matte drunter und großartig, wie die wachsen. Das hier ist eine kleine Original, die habe ich auch ganz neu. Ich weiß noch nicht, ob sie überlebt, denn sie kam in extrem kalter Erde und bis jetzt habe ich sie noch nicht umgetoppt, aber das Substrat hier ist eindeutig nicht locker genug, nicht luftig genug und ganz ehrlich, diese kleine Alu sollte niemals in einem so großen Topf sitzen. Ich finde unverständlich, dass sie so verkauft wurde, aber ja, so ist sie halt bei mir angekommen und ich hatte noch keine Zeit, neue Pinienrinde zu kaufen, weshalb ich noch kein Substrat mischen konnte. Das hier ist die Nebula, zumindest angeblich. Ich finde es ein bisschen schwer, das bei der Größe zu bestätigen. Allgemein bei Pflanzen, finde ich, kann man ganz oft erst bestimmen, welche sie wirklich ist, wenn sie einige der Merkmale entwickelt, die sie erst entwickeln kann, wenn sie älter ist. Im Großen und Ganzen sieht sie aber aus, als könnte es tatsächlich die Nebula sein. Dann haben wir hier noch eine, die die meisten wahrscheinlich kennen werden. Das ist die Baginda Dragon Scale, die Green Form. Die habe ich mir vor 1,5 Jahren gekauft, also relativ zu Anfang. Und dann ist sie mir gestorben. So wie meine Polly auch und eigentlich jede Alokasie. Was heißt gestorben? Ich hatte am Ende noch das Rhizom. Und es hat mich bis jetzt gedauert, aus diesem Rhizom wieder eine Pflanze zu machen. Ich muss zugeben, ich habe es am Anfang nicht wirklich richtig verfolgt, denn ich war ein bisschen pisst auf diese Pflanzen, weil man es ihnen einfach nicht recht machen konnte. Ich dachte so ein bisschen, das ist so ein Kalatheenabklatsch, so nach dem Motto, ich bin eigentlich nur dafür da, um eine Runde rumzuzicken und dir auf den Sack zu gehen. Aber schön wachsen werde ich leider nicht. Ist aber gar nicht so, lag an mir. Nicht an diesen wunderschönen Alokasien. Auf jeden Fall habe ich die wieder zu einer Pflanze herangezogen. Genauso wie diese hier, die war auch mal tot. Und wie man sieht, hat sie wieder wunderschöne große Blätter bekommen. Das ist die Black Velvet oder Reginula, sagt man dazu. Ich denke, da ist auch wieder Verkaufsname und eingetragener Name. Und dann haben wir hier noch die Skalprum. Ja, also die finde ich, die ist hot. Ja, ich stehe einfach so auf dunkle Blätter, ne? Die ist wirklich nice. Und hier haben wir ganz viele kleine Alu-Babys von dieser Reginula. Genau. Da könnt ihr auch mal sehen direkt, diese Methode habe ich in einem meiner Videos tatsächlich auch zur Vermehrung von Alokasien gezeigt. In der setze ich die Knollen in Kokoserde statt Perlitmoos oder ähnlichem. Und das geht ganz schön schnell. Also wirklich ganz schön schnell. Schaut es euch einfach mal an, wenn ihr noch nicht wisst, wie man Alokasien vermehrt. Ich werde am Ende des Videos aber auch nochmal zwei Methoden zur Vermehrung kurz anschneiden.
Und es gehört einfach zur Alokasienpflege dazu. Nun aber zu den Eigenschaften und Pflegebedürfnissen dieser Juwel-Alokasien. Und zwar, wir fangen an mit Licht, denn da unterscheiden sie sich in keinster Weise von den Großen, denn sie wollen auch einfach unglaublich viel indirektes Licht. Indirekt heißt immer keine direkte Sonne, die die Blätter trifft. Also, wie gerade auch schon beschrieben, den Punkt Licht könnt ihr damit abhaken, der ändert sich nicht. Der Punkt Temperatur. Im Großen und Ganzen, auch hier der Fall, 18 bis 27 Grad ist optimal. Darüber wachsen sie immer noch. Darunter finde ich es gerade bei den Juwel-Alokasien ganz problematisch. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sie dann schneller Blätter verlieren noch als die Großen. Und die sind damit auch schon recht fix. Also ich würde sie nicht unter 18 Grad halten. Ab 15 ist ganz vorbei. Also dann ziehen sie sich komplett in die Knolle zurück. Die Erfahrung durfte ich auch schon machen, denn letzten Winter hatte ich noch keine Zusatzlichter. Was auch ein großer Teil dessen war, dass mir so viele von den Alokasien gestorben sind. Aber auch der Teil, dass ich sie weiterhin gewässert habe, wie im Sommer. Obwohl sie natürlich im Sommer mehr Wasser verbraucht haben. Tut das also bitte nicht. Des Weiteren kann man sagen, was das Wasser angeht, unterscheiden sie sich doch sehr von diesen Pflanzen hier. Denn ja, sie wollen auch eigentlich recht feucht stehen. Aber, und jetzt kommt es, sie mögen es schon ganz gerne auch abzutrocknen. Und nicht durchtrocknen, aber bevor man sie gießt, darf da ruhig gerne die Hälfte des Substrats ausgetrocknet sein. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht auch einfach daran, dass sie kleiner sind und über ihre Blätter nicht so viel verdunsten, wäre jetzt meine Idee. Ich habe es nicht recherchiert, also bloß meine Vermutung. Was natürlich bedeutet, es ist weniger Wasserbedarf da. Und ich habe auf jeden Fall gemerkt, wenn man die genauso wässert wie diese hier, und damit meine ich nicht die Häufigkeit, sondern wirklich den Zeitpunkt, und zwar wirklich dann, wenn das Substrat gerade erst leicht abtrocknet, denn das machen wir bei denen hier, dann werden die Wurzeln faulen. Was ich aber auch sagen kann, wenn man hier sehr, sehr luftiges Substrat nimmt und dann noch eine Heizmatte unten drunter setzt, kann man die im Grunde jeden zweiten Tag gießen und alles läuft perfekt, weil dann sind sie immer leicht feucht, wie sie es in der Natur auch sind, denn Juwel-Alokasien wachsen tatsächlich in Regionen, in denen der Boden sehr rindenlastig ist. Also er ist wirklich extrem gut durchlüftet, hat eine fette Drainage unten drunter. Also da staut sich kein Wasser. Man kann sich das vorstellen, da ist es zwar immer sehr feucht, eine hohe Luftfeuchtigkeit und regnet auch oft, weil es ist ein tropischer Regenwald. Aber es kommt immer nur so leichtes Wasser an die Wurzeln, bleibt dort aber nicht, denn es fließt einfach durch dieses luftige Substrat wieder durch. Und dann trocknet es oben eben ab und bis es wieder regnet, ist ungefähr die Hälfte dann meistens abgetrocknet. Manchmal auch nicht die Hälfte, manchmal regnet es natürlich dort öfter, aber dadurch, dass das so krass, krass luftiges Substrat dort ist, ist die Wahrscheinlichkeit von Wurzelfäule sehr viel geringer als bei uns zu Hause in Töpfen, die ja zum Beispiel wie diese hier jetzt keine Luftlöcher oder sowas haben. Die könntet ihr natürlich auch noch dazu machen, wie bei Anthurien oder so. Schaden tut es der Alokasie auf jeden Fall nicht, das kann ich sagen. Was die Wärmematte angeht, das ist absolut keine Notwendigkeit. Ich würde aber empfehlen, wenn ihr möchtet, dass die Pflanzen schnell wachsen, stellt sie entweder auf die Heizung, das habe ich jetzt auch ganz lange gemacht, habe ich jetzt nur leider mit aufhören müssen, weil das Licht an den Fenstern nicht mehr ausreicht und ich das jetzt eben durch Kunstlicht ersetzen musste. Deshalb stehen sie jetzt auf einer Heizmatte. Und da freuen sie sich sehr drüber. Seitdem wachsen sie wieder richtig schön schnell. Der hier hat sich auch erst seit er auf der Heizmatte und dem Kunstlicht steht jetzt entwickelt. Hier hat sich noch nichts getan, aber ich habe sie auch noch nicht lange, muss ich sagen. Und ja, bei den Kleinen hatte ich es ja gerade schon berichtet, da kommt jetzt gerade pro Woche mindestens ein Blatt, einfach nur, weil die auf einer Heizmatte stehen. Also macht das ruhig, aber denkt dann auf jeden Fall daran, wenn die auf einer Heizmatte stehen, müsst ihr sie öfter gießen, unbedingt. Und es wäre dann auch nicht schlecht, wenn ihr sie statt von oben von unten gießt, denn dort werden sie einfach schneller trocken.
durch die Hitze. Na, es wird nach oben hin quasi verdunstet, wodurch auch oben einfach länger Feuchtigkeit bleibt, weil sie einfach nach oben zieht durch das Substrat und unten trocknet es schon ab. Aber das gilt jetzt eher für die Leute, die ihre Juwelalokasien auch in einem Gewächshaus halten, wie ich. Ne? Also, oder auf einer Heizmatte. Das sind einfach andere Bedingungen. Eine andere Besonderheit im Gegensatz zu den großen ist das Düngen. Und beim Thema Düngen müssen wir bei diesen Pflanzen wirklich aufpassen und uns rantasten. Ich mache es im Moment so und bei mir eben wieder das ganze Jahr, da sich die Bedingungen eben nicht ändern bei mir, mache ich es so, dass ich sie jede Woche mit einem Viertel der Angabe auf der Flasche des Düngers dünge. Also mit einem Viertel fahre ich derzeit sehr gut. Bei den kleinen hier gebe ich noch gar keinen Dünger, das brauchen die nicht und es würde die zarten Wurzeln auch eher verbrennen. Bei denen hier habe ich jetzt tatsächlich schon einmal Dünger gegeben, aber das war eine Vierteldosis innerhalb von, ich weiß nicht, 2 Monaten, die sie jetzt bei mir wachsen. Das waren vorher halt nur Knollen. Genau, in 2 Monaten ist aus einer Knolle übrigens so eine Pflanze geworden. Upsi. Also, im Grunde kann man sie relativ schnell aufziehen. Also, nochmal, ne, eine Vierteldosis. Pro Woche bei bestimmten Verhältnissen tastet euch ran, macht vielleicht sogar erstmal nur eine Vierteldosis alle 2 Wochen und wenn ihr dann merkt, jo, da kommt die geil mit klar, die wächst jetzt schon toll, aber könnte noch schneller wachsen, dann könnt ihr es ja auf jede Woche ein Viertel der Dosis erhöhen und schaut dann mal, ob was am Rand gelb wird oder so. Guckt euch vielleicht mal, falls es so sein sollte, die Wurzeln an. Sind sie verbrannt, dann reduziert es natürlich wieder. Und ansonsten könnt ihr das beibehalten. Für den Winter, falls ihr sie wirklich einfach am Fenster stehen habt, es natürlich kälter in der Wohnung ist als im Sommer, dann sorgt dafür, dass ihr denen vielleicht alle 8 Wochen eine Ladung Dünger gibt und auch wieder nur eine Vierteldosis. Das Einzige, was ich noch zusätzlich mache, aber nicht bei den Kleinen, eher bei dieser hier mittlerweile, wo schon 4 Blätter sind und ich eben nicht will, dass sie eins verliert, nur weil ein nächstes kommt. Auch hier gebe ich, wenn ein neues Blatt kommt, ein wenig Dünger hinzu. Aber auch da, ja, weniger. Also statt ein Viertel versuche ich einfach, ich weiß nicht, nochmal, ja, das ist so die Hälfte von einem Viertel benutze ich dann nochmal ungefähr. Und schütte das hinzu und das reicht auch eigentlich aus. Also die brauchen wirklich nicht so viel. Grundsätzlich habe ich ja sowieso überall Wurmhumus mit drin. Also einen natürlichen Dünger. Deswegen könnte es sein, dass meine Angabe von ein Viertel etwas zu niedrig ist. Das müsst ihr, wie gesagt, austesten. Denn wenn ihr jetzt keinen Wurmhumus drin habt, also nicht bereits einen Dünger, dann ist das Viertel ja nicht mehr nur ein Zusatz, sondern die alleinige Gabe des Düngens. Und könnte auf jeden Fall möglich sein, dass es nicht reicht. Das findet ihr selber heraus, da bin ich sicher. Was kann ich zu diesen wunderschönen Pflanzen noch sagen, außer dass sie verdammt schön sind? Ach, ernsthaft Leute, ne? Wenn ihr euch nach diesem Video nicht in all diese verdammten Pflanzen verliebt habt, dann stimmt mit euch irgendwas nicht. Ganz, ganz doll nicht. Ja, so, nachdem ich euch jetzt also am Ende noch verklickert habt, dass mit euch was nicht stimmt, wenn ihr diese Pflanze nicht toll findet. Nehmt mich nicht so ernst. Sind wir auch schon am Ende. Ich hoffe, dass ich alles relativ gut erklärt habe, es nicht zu durcheinander geworden ist. Wenn ihr euch tatsächlich lieber wünscht, dass ich das Ganze mit einem Skript mache und es dadurch ein bisschen mehr roten Faden hat, das wäre sicher so, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Falls ihr weitere Fragen habt, auch die super gerne in die Kommentare. Ich werde auf jeden Fall antworten. Und ich sage es auch hier nochmal, statt mir auf Instagram zu schreiben, wäre es wirklich toller, das in die Kommentare zu packen, denn oft ist es so, dass die meisten Zuschauer auch die gleichen Fragen tatsächlich haben und so muss ich sie nicht immer einzeln beantworten, sondern kann einmal in den Kommentaren für jeden die Frage beantworten, wo dann alle was von haben und ich mir ein bisschen Zeit spare. Dementsprechend sind wir nun am Ende. Sicher werdet ihr das wunderschöne Bild, das ihr hier jetzt die ganze Zeit hattet, vermissen. Also ganz ehrlich, ich sitze so oft wie eine Wahnsinnige vor diesen Pflanzen und muss auch immer die Blätter anfassen. Viele sagen, ja, Blätter sollte man nicht anfassen. Was soll ich sagen? Wie ihr seht, wachsen sie, obwohl ich sie ständig antatsche.
Und ich würde auch behaupten, in der Natur achten die Tiere, der Wind, die Äste und was so alles daran herkommt an den Blättern auch nicht darauf, ob man die jetzt berührt oder nicht. Aber das ist nur meine Meinung. Wenn ihr findet, nein, Blätter nicht anfassen, denn ein eventueller Pilz oder ähnliches könnte sich übertragen, denn dem ist auch so, dann lasst schön die Finger von den Blättern. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, wann auch immer ihr dieses Video gerade guckt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr sehen wollt, wie sich diese Pflanzen entwickeln, schaut bei meinem Instagram-Account vorbei. Den verlinke ich euch hier unten auch mal eben. Und ja, ich würde sagen, wenn ihr Bock habt, schaut beim nächsten Video rein. Da wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit um die Vermehrung von Anthurien gehen. Oh, Leute. Jetzt habe ich was vergessen, ne? Ich wollte euch noch was sagen zur Vermehrung dieser Alokasien. Und zwar, zur Vermehrung der Alokasien kann man sagen, sie sind alle über Knollen, also über Rhizome, die an den Wurzeln wachsen, vermehrbar. Das findet ihr in einem meiner Videos, das werde ich euch in die Beschreibung mit reinpacken, dann seht ihr das auch. Genauso wie ich euch zu dem luftigen Substrat noch einen Link in die Beschreibung packe. Das ist echt somit das Wichtigste bei den Alokasien. Aber sie können nicht nur über die Knollen vermehrt werden, die quasi im Substrat geerntet werden können, wie ich es im Video erklärt habe. Sie können auch über das Rhizom und dessen Teilung vermehrt werden. Dazu mache ich euch demnächst noch ein Video, da das eher was für Fortgeschrittene ist. Und ich immer versuche, Step by Step alle so ein bisschen ranzuführen, denn ich bin immer so jemand, der mit den schwierigsten Sachen anfangen will und das geht bei Pflanzen eindeutig schief. Deswegen mache ich es hier so. Ich hoffe, die Leute, die schon weiter sind, sind nicht zu ungeduldig. Es tut mir leid. Bis jetzt gab es nicht viele Themen, bei denen was für euch dabei gewesen wäre. Kommt aber sicher noch. Ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns ganz bald wieder, oder? Ich denke ja doch. Macht's gut.